Ich bin Elga Schütz und ich bin 1950 geboren. Also jemand aus dem letzten Jahrhundert, um es schlicht zu sagen. Ja, ich habe mich auf dieses quasi, diesen filmischen Lebenslauf eingelassen, habe aber dann zwischendurch ein bisschen überlegt und habe gedacht, warum machst du das überhaupt? Du hast keine Kinder, keine Enkel. Ja, ich war Single und ich bin es immer noch und ich habe gearbeitet, solange ich denken kann. Für die Gesellschaft allgemein heißt Ü70 grau, Persönlichkeit weg. Nach der fragt keiner mehr. Aber das stimmt ja nicht. Mein Vater ist, da war ich ungefähr 2,5, ist er von dannen. Und so habe ich mit meiner Mutter immer allein gelebt. Also, wir waren ein Zwei-Frauen-Haushalt. Ein gutes Team waren wir und ich vermisse sie heute noch. Eigentlich, es gibt das Zuhause bei meiner Mutter. Und es gibt mein ganz großes zweites Zuhause. Und das ist das Theater. Und angefangen hat das, da war ich ungefähr 14,5. Und da suchte das Stadttheater Hildesheim Brautjungfern für den Freischütz. All dieweil Chordamen waren über das Jungfernalter ein bisschen drüber. Und da haben sie eben am Gymnasium nachgefragt, ob die nicht also eine, in gewissem Sinne sangestarke Auswahl an Mädchen hätten, die mitspielen wollten. Und unsere Chorleiterin, Frau Caro, hat mich also mit hingeschickt. Ja. Und so bin ich da gelandet. Und ich bin auch neben dem Gymnasium nie wieder weggegangen. Meine Mutter fand es nicht prickelnd, aber sie hat nichts dagegen gesagt. All dieweil ich ja schon neben dem Gymnasium immer im Theater gespielt habe. Hat nur darauf bestanden, dass ich ein Jahr Haushaltsschule mache. Ja, gleich als ich noch als Schülerin da war, der Regisseur damals vom Freischütz, der hat mich dann noch zweimal in der Oper besetzt, obwohl es da eigentlich gar keinen Chor, keine Verstärkung gab. Aber es gab immer eine kleine Rolle für mich. Und dann kam ein neuer Oberspielleiter, Fritz Schlegel. Und ja, der war für mich wahnsinnig prägend. Warum habe ich nicht geheiratet? Hat sich so ergeben. War keine bewusste Entscheidung. Aber als Schauspielerin ist das ein bisschen schwierig. Und damals war diese Schiene freischaffen. Nämlich mal 3 Monate hier, mal 3 Monate da, aber im Prinzip immer in Hamburg oder in Berlin oder in Frankfurt, Stuttgart, München, also in den großen Städten. Und das hieß auch, dann warst du vielleicht 2 Jahre, 3 Jahre, aber dann hieß es auch wieder gehen. Und alles, was ich aufgebaut hatte, brach zusammen. Und du hast wieder von vorne angefangen. Es gab 9 Jahre jemanden. Und das ist dann irgendwann, einfach aus Distanzgründen, hat es den Abend nicht überlebt. Er war sehr viel älter als ich und er hat einmal gesagt, Kleid, ich dir einen Heiratsantrag machen können und es auch überlebt. Überlebt. Ja, er hätte es überlebt. Das hätte er. Nein, er hat überlegt. Und er hat gesagt, wenn ich gleich nach dem Studium, nachdem du das Diplom hattest, gesagt hätte, komm, lass uns heiraten. Er sagte, weißt du was? Das hättest du mir irgendwann nie verziehen, weil du nicht ausprobiert hast, was als Schauspielerin gegangen wäre oder nicht gegangen wäre. Du hättest die Erfahrung, wenn du geblieben wärst, nicht machen können. Was die Rolle der Frau anbelangt, das ist so ein Thema, wo ich teilweise also einen sehr dicken Hals kriege.
Ich habe es in meiner Jugend witzigerweise gar nicht empfunden, dass ich benachteiligt war. Ich war auf einem reinen Mädchengymnasium. Das waren die Studienrätinnen und Räte, also die waren fast noch immer so Offizierstöchter, die ihre Verlobten im Krieg verloren hatten. Die Damen waren nicht von schlechten Eltern, aber die Ladies waren schon in Ordnung. Ich habe erst sehr spät erfahren, dass zum Beispiel unsere Direktorin, man hat dieses Gymnasium immer die Beseler-Kaserne genannt, sie hatte einen rechten Ton nach außen. Ich bin gut mit ihr klargekommen. Und erst viele Jahrzehnte später, nämlich beim goldenen Abitur, haben wir erfahren, dass sie sich politisch sehr engagiert hat für die Rechte der Frauen. Bei uns auf der Schule war das Thema berufstätig oder Kinderkriegen gar nicht. Alle, mit denen ich in einer Klasse war, die haben alle gearbeitet, die haben auch noch Familie gehabt. Ja, die Theaterlandschaft, hat sie sich verändert? Ja, sie hat sich verändert. Ach Gott, ja, der nackte Mann interessiert da nicht so sehr und ist auch nicht abendfüllend, um es mal schlicht zu sagen. Auch eine nackte Frau ist nicht abendfüllend. Und wenn jemand bitteschön auf die Bühne pinkeln soll, bitte, finde ich nicht, wo ist denn da der Witz? Ich denke, es ist nicht ganz einfach, für jedes Theater so den Spagat zu kriegen, ein komplettes Publikum anzusprechen. Ich liebe Bühnen, wo nichts ist. Schwarze Hänger und Licht. Und dann wirken die Dinge zum Beispiel Texte. Die sitzen ganz anders. Was sind meine Ängste? Wie viel Zeit haben wir? 2 Jahre? Meiner ist, im Heim zu landen. Ich möchte gar nicht so alt werden. Meine Oma ist 98 geworden. Ich habe sie bis zuletzt mit versorgt. Meine Mutter 90. Ich habe es trotz Beruf geschafft und trotz nicht in der gleichen Stadt zu sein, es irgendwie mit hinzukriegen, dass sie zu Hause bleiben konnten. Lediglich meine Mutter war 4 Wochen in Kurzzeitpflege, bevor sie gestorben ist. Und ich war aber da. Ich bin morgens hin und abends zurück. Eine Angst ist auch, ganz konkret, dass ich irgendwann nicht mehr arbeiten kann. Weil mein Beruf für mich, ich glaube, das ist der Boden unter meinen Füßen. Weil ich noch arbeite und weil ich Freude dran habe, diszipliniere ich mich. Ich gehe zum Sport, auch wenn die Knochen wehtun. Und wenn es gießt, gut, nicht immer. Mal gehe ich dann auch ein bisschen später oder am nächsten Tag. Aber ich sehe zu, dass ich so 2-3 Mal die Woche wirklich zum Training gehe. Ich liebe Sprache. Die kann so schön sein und die ist so spannend. Hast du mal überlegt, das Wort Morgengrauen? Das hat 2 Bedeutungen. Es gibt so die Stunde, was es hat mit Angst auch zu tun. Also bei mir ist es immer so zwischen 3 und 4, auweia. Wenn man so wach wird, und dann kommen Erinnerungen und dann kommen auch Vorstellungen. Und da habe ich schon manches Mal Angst. Und eigentlich könnte ich sagen, ich bete. Es gibt noch eine Angst, dass mir nämlich, das möchte ich noch mal sagen. Für mich war so ein Stück Kindheit war das Dorf, wo, also eigentlich, weil die Familie nicht so und so weiter. Das Dorf, Weikersdorf in der damaligen DDR, wo meine Großeltern lebten. Und dann habe ich mich irgendwann erinnert, wie viel Angst ich als Kind hatte, wenn wir in die sogenannte DDR gefahren sind. Weil da gab es die Grenzkontrollen. Auf der Rheinfahrt, also auf der Hinfahrt ging es immer noch.
aber die Interzonenzüge. Ah, haben alle geheult. Sei du so fest, du siehst die Verwandten erst im nächsten Jahr wieder. Und dann gab es mal eine Situation. Da haben die Gleise repariert und neben jedem Bahnarbeiter, eben vor der Grenze, stand einer von der NVA mit einem Gewehr im Anschlag. Das ist mir, entschuldigt bitte, ich heule. Das ist mir da wieder eingefallen. Und wenn man mal richtig hinguckt, ich frage mich, warum das mit der Gewalt nie aufhört, egal wie sie aussieht. Ich weiß, wir haben meine Großeltern gut, weil mein Großvater sterbenskrank war. Da war die Grenze noch nicht weg. Ich höre ihn immer noch sagen, was war's? Wir mussten zum Zoll, das packe ich gar nicht alles aus, aber dann mussten die beiden Alten ihren Pass abgeben und mussten binnen 24 Stunden raus sein. Und dann sind wir am nächsten Morgen grauenlos. Und das Auto geriet in eine Schafherde und kam nicht vorwärts und wir durften diesen Zug nicht verpassen. Und dann sagte mein Großvater ganz leise, hier komme ich nicht mehr her. War klar. Und auf dem Bahnhof standen dann Freunde von meinen Großeltern. Und wir alle wussten, wir sehen uns nie wieder. Was würde ich sagen wir mal den jetzigen Erwachsenen und den jetzigen Jugendlichen mitgeben? Ja, ich würde sagen, guckt die anderen an und behaltet vielleicht im Hinterkopf, dass jeder Einzelne, egal wie alt er ist, ein Mensch ist mit einer Persönlichkeit. Selbst ein dementer Mensch hat eine Persönlichkeit. Und benutzt euer Hirn und nicht nur Google oder WhatsApp oder sonst was. Denkt. Lasst euch nicht alles vorkauen. Und lasst euch mal Zeit, Luft.